we need to overcome the binary view that if you are not for us and against our enemies, then you too must be an enemy. Within countries, the us versus them illogic is creating increasingly dangerous and combustible divisions, especially in pre-electoral periods, of which we all know there are many this year. All this is a politics of distraction, of warmongering, which slowly numbs our deepest sense of compassion. Especially at a time of division and fear, seeing the humanity in the other is the lifeline that can tug us away from disaster. Das war Volker Türk, Hoher Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte, bei der Eröffnung der 55. Sitzung des Menschenrechtsrates im Februar diesen Jahres. Auf die Frage in einem Interview vom Handelsblatt, wie die Aussichten für politische Lösungen der gegenwärtigen Konflikte sind, antwortete Türk: Friedensinitiativen sind kaum zu sehen. Ich befürchte, dass sich unmittelbar wenig zum Guten ändern wird. Gleichzeitig erfahre ich gerade unter jungen Menschen eine Aufbruchsstimmung für die Menschenrechte, für Frieden und Aktionen gegen den Klimawandel. Das gibt mir Hoffnung, sagte er. Hoffnung, das ist ja auch eine der drei christlichen Tugenden. Glaube, Liebe, Hoffnung. Papst Franziskus sagt, dass die christliche Hoffnung kein oberflächlicher Optimismus ist, sondern vielmehr das sichere Wissen um Gottes Gegenwart unter uns. Welche Hoffnungen, aber auch Sorgen der Heilige Stuhl während der Sitzungen des 55. UN-Menschenrechtsrates äußerte, erfahren wir jetzt vom Vertreter des Heiligen Stuhls bei der UN Genf, seiner Exzellenz Erzbischof Ettore Balestrero. Hier ist EWTN, hier ist Genf. Hier ist Bericht aus Genf. Guten Tag. Laut Weltverfolgungsindex WVI 2024 sind mehr als 365 Millionen Christen weltweit, also einer von sieben weltweit, wegen ihres Glaubens mindestens in hohem Maße Verfolgung und Diskriminierung ausgesetzt. Es gibt verschiedene Arten, Menschenrechte zu verletzen. Kampf um Meinungs- und Pressefreiheit, Gefahr aufgrund der Identität, Diskriminierung, Peinigung, Grausamkeit durch Folter, Angriff auf Freiheit und Leben, Todesstrafe, Verschleppung, Genozid. Das sind alles Menschenrechtsverletzungen. Während des 55. UN-Menschenrechtsrates erinnerte der Stellvertreter des Heiligen Stuhls bei der UN in Genf an den gerade gefeierten 75. Jahrestag der Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und beklagte die weltweiten Menschenrechtsverletzungen. Ich besuchte das Büro des Heiligen Stuhls im Genfer Vorort Chambéry und sprach mit dem Nuntius darüber. So let's start. We start with the general segment of the 55th session of the Human Rights Council. Es geht nun um die 55. Sitzungen des Menschenrechtsrates, die gerade hier in Genf bei den Vereinten Nationen stattfinden. Ich zitiere aus Ihrem Beitrag: Meine Delegation ist jedoch besorgt darüber, dass es heute immer noch weltweit immer wieder zu Menschenrechtsverletzungen kommt, einschließlich solcher gegen die Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit. Frage: Sind unsere internationalen Institutionen, die Gerichte, die Vereinten Nationen, die Weltgesundheitsorganisation und so weiter, 75 Jahre nach der Verabschiedung der Menschenrechtserklärung, die wir im letzten Jahr gefeiert haben, noch geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Ich meine, die Institutionen sind Teil der Geschichte
Und die Geschichte ist im Wandel. Wir erleben wahrlich einen epochalen Wandel. Wir gehen von der Unipolarität zu einem multipolaren System über. Und deshalb reicht es heute nicht mehr aus, nur an das Gleichgewicht der Mächte zu denken. Wir müssen auch darüber nachdenken, wie die internationalen Organisationen dazu beitragen können. Denn das ist der Moment für sie, dies zu tun. Sie müssen versuchen, darüber nachzudenken, wie sie von einer Mentalität des Gleichgewichts der Mächte wegkommen und sich wirklich auf die Bedürfnisse konzentrieren, um eine Antwort auf neue Probleme zu geben. Es sind globale Probleme, die eine Reaktion mit globalen Prozeduren erfordern. Es handelt sich um globale Verfahrensweisen, die sich mit den ökologischen Herausforderungen auseinandersetzen, die wir haben. Diese Mechanismen befassen sich auch mit Herausforderungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit und mit den kulturellen Herausforderungen, die es gibt. Sie müssen versuchen, besonders die Achtung der grundlegenden Menschenrechte, der sozialen Rechte und des Schutzes unseres gemeinsamen Hauses zu stärken. Was wir also brauchen, ist ein neues Verfahren, insbesondere der Entscheidungsfindung, um diese Bestimmungen zu legitimieren. Denn das vor mehreren Jahrzehnten eingeführte Verfahren ist nicht ausreichend und scheint auch nicht mehr wirksam zu sein. Was nun die Organisationen in diesem Rahmen tun müssen und versuchen sollten, es umzusetzen, aber auch weshalb sie noch zögern und es ihnen schwerfällt, etwas zu tun, ist: Raum für Gespräche, für Konsultationen, für Schlichtungen zu finden. Es geht um Konfliktlösung, die wichtig ist. Es geht darum, auf eine bessere Demokratisierung der Institutionen hinzuwirken. Es ist heute so, dass diejenigen, die das Geld haben und die Macht besitzen, auch das Sagen haben bzw. Anordnungen geben können. Das darf aber in diesem Zusammenhang nicht sein. Dies wird nicht mehr akzeptiert. Vieles ist anders geworden. Es gibt neue Akteure. Die Herausforderung für die Institutionen besteht also darin, in diese Richtung zu arbeiten, wobei sie sich der Tatsache bewusst sein müssen, dass jede neue Generation den Kampf und die Errungenschaften der vorangegangenen Generationen aufgreifen muss und gleichzeitig ihre Ziele noch höher stecken muss. Die multilateralen Institutionen müssen also effizienter werden, mit wahrer Einflussnahme ausgestattet werden, um die Verwirklichung bestimmter wesentlicher Ziele zu gewährleisten. Und sie sollten, und es bleibt abzuwarten, ob dies der Fall sein wird, alle Traditionen, einschließlich der religiösen Traditionen, respektieren. Das ist also die Herausforderung. Der Prozess hat gerade erst begonnen und er muss weitergeführt werden. Der Heilige Stuhl will mithelfen und dies unterstützen. Und der Heilige Stuhl ist da, um dies in eine gute Richtung zu lenken. Aber es gibt noch viel zu tun. Sie sagten auch, dass Gesetze, die ursprünglich auf die Bekämpfung von Hassreden abzielten, wir sprachen gerade von Hassrede, oft instrumentalisiert werden, um das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit infrage zu stellen, was zu Zensur und Redezwang führt. Das ist ein Zitat aus Ihrem Beitrag über Hassrede. Ich denke, Sie haben den Nagel auf den Kopf getroffen. Das gilt nicht nur für die Gedankenfreiheit, sondern auch für die Rede- und Meinungsfreiheit. Es ist schockierend, meine ich, und das ist nur ein Beispiel, dass der französische Präsident Macron zum Beispiel über das Internet sagte, ich zitiere: Wenn die Dinge außer Kontrolle geraten, müssen wir in der Lage sein, sie zu regulieren oder abzuschalten. Meine Frage ist nun, wer definiert, was außer Kontrolle geraten ist und wer es reguliert oder wer es abschaltet? Meine Frage ist nun, wer definiert, was außer Kontrolle geraten ist und wer reguliert es oder wer schaltet es ab? Es scheint mir, dass die Leute, die das definieren, dieselben sind, die alles abschalten wollen, was nicht ihrer Agenda und ihren Werten entspricht. Ja, ich verstehe, was Sie meinen. Nun, es ist eine sehr aktuelle Frage, würde ich sagen. Ich denke, da müssen wir etwas tun. Das ist eine der großen Herausforderungen unserer Zeit. Künstliche Intelligenz ist zum Beispiel auf dem Vormarsch. Wer wird sie kontrollieren? Wie können wir verhindern, dass die künstliche Intelligenz letztendlich die mentalen und Beziehungsgewohnheiten für kommerzielle oder politische Zwecke einsetzt?
Vielleicht wird sie das irgendwann sogar ohne unser Wissen tun und so unsere bewusste Ausübung der Entscheidungsfreiheit einschränken. In unserer Welt werden die Daten regelmäßig angesammelt und ihr Fluss hängt von Auswahlkriterien ab, die nicht immer vom Nutzer wahrgenommen werden. Darüber hinaus tendieren die sozialen Netzwerke dazu, uns zu einfachen Gefolgsleuten zu machen, ohne eigene Führungsqualitäten. Mitläufer, die dazu neigen, sich nur mit Gleichgesinnten auszutauschen. Und dann sind Führungskräfte versucht, komplexe politische Themen auf kurze, knappe Aussagen zu reduzieren und nach vereinfachten, schnellen Lösungen zu suchen. Sie sind nicht in der Lage, langfristige Lösungen zu finden und sich den vielschichtigen Herausforderungen unserer Zeit zu stellen. Macht wird immer mehr zusammengebündelt, sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene. Und die Gefahr besteht darin, dass sie sich immer mehr in den Händen von Personen befindet, die nicht einmal eine christliche Gesinnung haben. Und ich sage nicht, dass sie ihren Glauben nicht praktizieren. Ich sage nur, dass sie keine christliche Gesinnung haben. Vor diesem Hintergrund sind wir als Christen meiner Meinung nach aufgerufen, nach Möglichkeiten der Weiterbildung in Übereinstimmung mit unseren Grundsätzen zu suchen. Wir sollten unsere moralischen Grundsätze nicht verhandeln, um mehr Macht zu erlangen. Um auf meine Rede zurückzukommen, sollten wir für die Religions- und Meinungsfreiheit eintreten, indem wir betonen, dass legitime Äußerungen religiöser Überzeugungen und die Vermittlung religiöser und moralischer Grundsätze niemals mit Hassreden gleichgesetzt werden dürfen. Die oft gegenkulturellen Überzeugungen und Werte verschiedener Religionen sollten nicht per se als hasserfüllt angesehen werden. Darüber hinaus würde ich sagen, dass auch die Äußerung dieser Überzeugungen nicht als ein Akt des Hasses missverstanden werden darf, vorausgesetzt natürlich, dass sie mit dem gebührenden Respekt vor der Würde des Einzelnen und vor der Tradition der Menschen vermittelt werden. Und schließlich darf der Kampf gegen Hassreden nicht das Recht auf Meinungsverschiedenheiten beeinträchtigen. Dies sind meiner Meinung nach die größten Herausforderungen im Zusammenhang mit Hassreden. Und genau das zeigt meiner Meinung nach die vor uns liegende Arbeit, also den Weg, den wir gehen sollten. Ich denke, es ist sehr hilfreich und wichtig. Ich bin dankbar für EWTN, Informationen darüber zu verbreiten, was der Heilige Stuhl in Genf tut. Denn Genf ist sozusagen die Küche der Menschenrechte. Und wir als Christen, als Gläubige, sind aufgerufen, in dieser Küche zu sein und zu wissen, was dort gekocht wird. In gewisser Weise ist Ihr Dienst also nicht nur ein Dienst für den Heiligen Stuhl, sondern ein Dienst für alle Katholiken, damit sie wissen, was der Heilige Stuhl tut und welche Positionen er zu den verschiedenen Themen vertritt, die heute in der internationalen Gemeinschaft auf dem Spiel stehen. Internationale Gemeinschaft bedeutet, dass es in ein paar Jahren auch in den nationalen Gemeinschaften, in der lokalen Gemeinschaft eine Rolle spielen wird. Und zu wissen, was der Heilige Stuhl denkt, ist meines Erachtens ein Denkanstoß für alle Gläubigen und eine Hilfe, um das Problem in den Zusammenhang mit dem katholischen Glauben, der katholischen Lehre, einzuordnen. Der Heilige Stuhl und die Kirche sind nicht getrennt von der Welt. Sie sind Teil der Welt. Sie legt Zeugnis ab, wie Jesus es von uns verlangt hat. Natürlich mit den Mitteln und Werkzeugen, die in dieser Welt erforderlich sind. Dies ist eine diplomatische Welt, die diplomatische Werkzeuge erfordert. In seinem Beitrag während der Sitzung des Menschenrechtsrates sagte Erzbischof Balestrero: Unsere Welt ist so multipolar und gleichzeitig so komplex geworden, dass ein anderer Rahmen für eine effektive Zusammenarbeit erforderlich ist. Wir müssen mit globalen Mechanismen auf die ökologischen, gesundheitlichen, kulturellen und sozialen Herausforderungen reagieren, insbesondere um die Achtung der elementarsten Menschenrechte zu festigen. Ende Zitat des Erzbischofs.
Ja, und zu den elementaren, völkerrechtlich verankerten Menschenrechten zählt die Religionsfreiheit und Weltanschauungsfreiheit. Und was Religion angeht, so denke ich, bei all den Vorurteilen gegenüber der Kirche, insbesondere der katholischen Kirche, sollte man die Menschen daran erinnern, dass die westliche Zivilisation nicht aus dem säkularen Griechenland oder Rom entstanden ist, sondern entscheidend durch die katholische Kirche. Und während meines Gesprächs mit dem Erzbischof erinnerte das mich an ein wunderbares Buch des Katholiken, des Bestsellerautors und Professors Thomas E. Woods Jr., How the Catholic Church Built Western Civilization, zu Deutsch, wie die katholische Kirche die westliche Zivilisation aufbaute. Ja, und das erinnert an ein wunderbares Buch des Bestsellerautors und Professors Thomas E. Woods Jr., der eine lange vernachlässigte Antwort auf diese Frage gibt. Sein Buch heißt nämlich, wie die katholische Kirche die westliche Zivilisation gestaltete. In diesem Buch zeigt er, dass Systeme wie, ich zitiere hier, die moderne Wissenschaft, die freie Marktwirtschaft, die Kunst, die Musik und die Idee der Menschenrechte von der katholischen Kirche stammen. Sie haben es gerade angesprochen, religiöse Werte. Das sind keine Hassreden, das ist unser Glaube. Wir hassen die Menschen nicht, wir lieben unseren Nächsten. Das sind die christlichen Lehren. Aber ist die Abkehr von der Kirche und in gewisser Weise die Abkehr von Gott nicht die wahre Ursache für all diese Probleme, über die wir hier sprechen? Sicherlich schadet die Trennung von Gott immer den Gesellschaften und den Menschen. Denn jedes Mal, wenn dies geschieht, führt es zur Verarmung der Kultur. Und es ist auch der Grund dafür, dass man ignoranter und, ich würde hinzufügen, auch individualistischer und egoistischer wird. Wenn also der christliche Glaube gelebt wird, und zwar authentisch, dann fördert dies die Kreativität und stellt den Glauben in den Dienst der Person, in den Dienst des Gemeinwohls. Das ist das Wohl aller und nicht nur einer bestimmten Gruppe von Menschen. Wenn es also keinen Gott gibt, ist alles erlaubt und es gilt zwangsläufig das Recht des Stärkeren. Das ist, was dann geschieht. Und das ist, was heutzutage leider ziemlich verbreitet ist. Aber trotzdem müssen wir als Christen zuallererst die Verbindung mit unseren eigenen Lehren aufrechterhalten. Und jeder von uns muss sich damit auseinandersetzen, daran arbeiten, um sicherzustellen, dass wir die Geschichte um uns herum verändern. Und wenn Gott uns erlaubt, die Geschichte zu verändern, dann bringt uns das ein bisschen weiter. Und auch andere Menschen, denen wir etwas Gutes tun können. Aber wir werden es nur tun können, wenn wir unseren eigenen Grundsätzen und Prinzipien treu bleiben. Sehr gut. Vielen Dank für dieses Gespräch, Exzellenz. Ja, zum Thema Trennung von Gott sagte Papst Franziskus kürzlich in einer italienischen Primetime-Talkshow, die Hauptstrafe der Hölle ist die ewige Trennung von Gott. Und zur Hölle, meinte der Papst, was ich jetzt sage, der Papst, ist kein Glaubensdogma, sondern meine, also vom Papst, persönliche Meinung. Ich stelle mir die Hölle gerne als leer vor. Ich hoffe, sie ist es. Wir teilen die Meinung des Papstes. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gottes Segen.